können Sie mit einer Geldanlage in Investmentfonds entspannt in die Zukunft blicken. Jetzt in Ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. So, wir sind wieder da. Mainz 05 gegen Schalke 04 lautet unsere nächste Partie. Und wir haben mal so ein bisschen in die sozialen Medien geguckt. Aus der Türkei, das ist bisher der weiteste, der uns zuschaut. Herzliche Grüße in den, ich tippe mal, in den Winterurlaub. Freut uns sehr. Wenn ihr auch am Zuschauen seid, ganz fleißig, schickt uns eure Bilder, postet sie Instagram und Facebook mit dem Hashtag FWC19. Dann können wir das Ganze so ein bisschen aufnehmen. Sind schon tolle Bilder entstanden. Ihr seid auf dem Sofa, in der Küche und unterwegs teilweise. Wirklich schöne Bilder und klasse, wie viele hier einschalten. Wir warten jetzt auf den Anpfiff der nächsten Partie. René Pascal Wagner. Ja, es geht glaube ich noch um die Trikotfarbe, die etwas zu ähnlich ist. Königsgrau und Himmelblau. So, Wagner sagt, ich krieg das hin. Da haben wir Willi Landgraf, den Trainer der Schalker. Zweitliga-Legende. So, ab geht die wilde Fahrt. In eine ganz spannende Partie. Wir suchen nämlich den Halbfinalgegner für den ersten FC Köln. Haben hier die erste Möglichkeit für die Schalker. So. Wenn ihr mich fragt, favorisiert sind in meinen Augen ganz klar die Mainzer. Obwohl beide Mannschaften ihr Achtelfinale ja mit 5:3 gewonnen haben. Die Bayern wurden besiegt von Mainz 05 mit 5:3 und Schalke besiegt Arminia Bielefeld mit 5:3. Und trotzdem machten auf mich die Mainzer bisher den etwas stärkeren Eindruck. Der Tabellenführer der Regionalliga. Und ja, die Ballermänner hier im Turnier haben im Ligabetrieb 82 Tore in 16 Spielen erzielt. 43 Punkte und 82 Tore. Sensationelle Saison der Mainzer U16 und bisher auch ein toller Auftritt hier beim Freeway Cup. Sind immer noch ungeschlagen. Aber jetzt erstmal die Schalker, die hier die ersten anderthalb Minuten mehr Druck entwickeln und insgesamt gefährlicher rüberkommen. Gucken wir noch kurz in die Spielereien. Mainz 05 hat Werder Bremen mit 3:1 besiegt. Gegen Schalke gab es das Duell schon mal in der Vorrunde. 4:2 gewonnen. Gegen Hertha gab es dann ein 2:1. Gegen Leipzig ein 3:3. Und gegen Bayern München dann das besagte 5:3. Nicht ganz so erfolgreich, aber auch ein gutes Turnier spielen die Schalker. 3:0 gegen die Mühlis. Dann 2:4. Gegen Mainz verloren. Hamburg mit 2:1 besiegt. Heute Morgen 1:1 gegen Hannover und dann 5:3 gegen Bielefeld. Das sind die Ergebnisse der Mannschaft von Willi Landgraf, dem Zweitliga-Rekordspieler. Und er hier ist der auffälligste Spieler. Er hier ist der beste Spieler bei den Schalkern. Das ist Juan Cabrera, der Kapitän. Der fällt nicht nur wegen seiner Frisur auf. Der ist torgefährlich, der ist kampfstark, der ist passstark. Wirklich ein klasse Auftritt vom Schalker. Mal geklärt. Im Tor jetzt wieder
Maximilian Braune. Im Tor der Schalker. Also Mainz jetzt mit Leibchen. Hat man da noch während des Spiels geregelt gerade. Spätestens jetzt dürfte es dann keine Schwierigkeiten mehr geben. Das kleine Problem ist nur für den Kommentator. Er sieht die Trikotnummer nicht mehr. Aber wenn Schalke so weitermacht, brauchen wir die eh nicht. Weil die Ruhrgebietler, die Malocher, die bisher die klar bessere Mannschaft sind und den Ton angeben in dieser Partie. Wieder Cabrera legt den Ball raus auf Luis Costa. Und dann gibt es noch den Freistoß. Laufwechsel bei den Schalkern. 4 Sekunden waren abgelaufen. Mal schauen, wie hält sich der zweite Block hier? Oh, die hat das schlampig rüber gespielt. Da war eine riesen Chance eigentlich da, weil da unglaublich viel Platz war. Schalker. U16 Cracks treten da hier in große Fußstapfen. Nehmen wir den Angriff gerade noch mit. Kahn Eihahn 2009 war hier. Für die Schalker. Julian Draxler, der Weltmeister. Manuel Neuer, der Weltmeister, war 2002 hier. Insgesamt die Schalker mit 15 Teilnahmen. Einmal erreichten sie das Endspiel 2010. Gewinnen konnten sie den Freeway Cup noch nie. So, das ist Moritz Reuter, den kennen wir schon, den Nationalspieler. Jetzt am Ball. Hat er zwei herausragende Spieler. Einmal dieser Block hier mit Moritz Reuter, sicherlich am auffälligsten. Und der andere mit Danny Schmidt. Ja, ein ganz toll gefällter Spieler. Hier ist Reuter. Ball bleibt im Spiel. Hart umkämpft hier beide. Schenken sich nichts. Mainz bleibt am Ball. So, Wechsel bei den Schalkern, der erste Block. Kann man das, glaube ich, sagen, ist wieder drauf, sind schon stärker. Schalke wirkt in der Breite nicht ganz so besetzt wie die eine oder andere Mannschaft im Teilnehmerfeld. Aber auch der hat das hier ohne Gegentor überstanden. Das sind die beiden Leistungsträger ihrer Mannschaft. Moritz Reuter gegen Cabrera. So, Ballgewinn jetzt. Überzeitspiel, wenn es schnell geht. Macht er selber, knapp daneben. Abpraller wieder. Das war ein Foul, unnötig. Der kleine Schubser. Sehen wir jetzt nochmal. Zack, da geht der Arm raus. Richtig entschieden. Und René Pascal Wagner! Und was für ein Tor! Moritz Reuter. Wir sehen durch die Leibchen keine Trikotnummern, also trifft einfach der, den wir eh schon kennen. Vielen Dank. An Mainz 05. Hier, Reuter, wollige, ein wunderbares Tor. 1:1. Der Nahalamarsch erklingt. So, Mainz hat gewechselt. Der Block um Danny Schmidt. Da haben wir Reuter. Kriegt nochmal ein Kompliment vom Trainer. So, nächste Chance für die Mainzer. Aus spitzem Winkel, der Ball geht nicht rein. Chance dürfte von Malik Makay gewesen sein.
Braune. Das ist Danny Schmidt. Verliert den Ball hier. Oh, Cabrera. Die Mainzer nehmen wieder Tempo auf. Und dann gut in dem Umschaltspiel. Das war kein Foul, gut entschieden, richtig gut entschieden von René Pascal Wagner, der später das Finale pfeifen wird. So sehen wir jetzt nochmal, es ist einfach da. Kein Arm draußen, reines Körperspiel. Super Wiederholung. Das kann man 1:1 so weiterlaufen lassen. Ballbesitz für Schalke. Abschlussversuch. Mainzer Turnierhistorie nicht ganz so groß. 7 Teilnahmen. Oh, da hat er sich wehgetan. Muss, glaube ich, direkt raus. Ja, blutet da, hat sie irgendwie aufgerissen. Schalke ist nochmal Luis Köster. Der ja auch schon. Gucken wir jetzt nochmal. Ja, irgendwo da im Zweikampf. Einmal irgendwas aufgerissen. Sofort Betreuer da. Nicht so weit geregelt. Also Mainzer Turnierhistorie nicht so groß. 7 Teilnahmen. Mit dieser hier, aber das Ding ist schon mal gewonnen. 2015, vor 4 Jahren, waren die Mainzer erfolgreich. Und haben große Lust, das zu wiederholen. Mit einer wirklich guten Mannschaft, die sie hier am Start haben. Mal rübergelegt, da kommt Moritz Reuter. Klasse Mitnahme. Nimmt das Tempo da mit an der Bande und stoppen beide Gott sei Dank rechtzeitig ab. Reuter hier gegen Nelson Peters. Jetzt der Freistoß für Königsblau. Da haben wir Willi Landgraf. 481 Zweitligaspiele. Rekordspieler. Der zweite Liga, jetzt die große Möglichkeit, aber Leon Hoffmann hat was gegen die Schalker Führung und pariert diesen Ball. Das Spiel kippt immer so ein bisschen, immer so ganz leicht in die eine oder andere Richtung. Jetzt gerade die Schalker wieder besser, auch wenn Reuter hier seinen nächsten Abschluss hat. Es ist ein zähes Ring, es ist spannend. Keinen klaren Favoriten. Im Vorfeld waren das ja die Mainzer aufgrund der guten Ergebnisse, aber Schalke ist hier auf jeden Fall ebenbürtig in dieser Partie. Maximilian Braune. Schussversuch. Ballbesitz für Mainz 05. Wer trifft im Halbfinale auf den ersten FC Köln? Klasse rübergelegt und dann der Lattentreffer. Dann der Lattentreffer. Super ein Kontaktspiel. Und den kriegt er halb hoch. Der war super schwer zu nehmen. Deswegen kein Vorwurf, dass das hier kein Tor geworden ist. Nächster Schussversuch.
Keanu Kraft war eben das zweite. So, das ist Danny Schmidt. Gegen zwei. Gingen sie ihn da in die Abschlussposition? Nein, super gemacht von Braune. Hat sich so gestellt, dass der Abpraller von der Bande nicht ins Feld kommt. Gab noch kein 9-Meter-Schießen in den K.O.-Spielen. Wird es das hier das erste oder gibt es noch den einen Sieger? Verdient hätten es beide. Wahnsinnig hohes Tempo jetzt drin. Welcher von den wichtigen Spielern trifft jetzt für seine Mannschaft? Ist es Cabrera? Ist es Schmidt? Und jetzt bringen sie nochmal Moritz Reuter, den Nationalspieler, für Schmidt. Ist nicht sein Stammblock, wo Reuter jetzt steht. Die wollen ihn einfach nochmal bringen, weil es ihr stärkster Spieler ist. Letzte Minute in diesem wirklich spannenden Spiel. So, jetzt vielleicht der Fehler. Ah, da kriegt Reuter den Ball nicht ganz mitgenommen. Trotzdem weiter Druck. Schalker werden gestresst da jetzt hinten. So, gibt es den Lucky Punch jetzt für Königsblau. Mainz wieder am Ball. 2 gegen 2 Gleichzahl. Klasse, den Ball behauptet. Bekommt den aufs Tor? Nein, Ballverlust. Schalke kommt dann wieder. Ist das spannend, ist das spannend? Gibt es hier das 9-Meter-Schießen? Cabrera nochmal, 15 Sekunden auf der Uhr. Es riecht alles nach 9-Meter-Schießen, oder? 9 Sekunden. Das war's. 1:1. Leistungsgericht. Trennen sich Mainz 05 und Schalke 04. Und wir erleben unser erstes 9-Meter-Schießen in den K.O.-Spielen. Und nehmen das natürlich auch noch gerne mit. Da haben wir den großen Leistungsträger von Königsblau. Zusammen mit Maximilian Braune, der im Tor auch ein klasse Spiel gemacht hat. So. Da haben wir Willi Landgraf, der jetzt natürlich fragt, wer fühlt sich sicher, wer fühlt sich gut. Er hat sich gerade noch mal erkundigt, wie viele Schützen es gibt. Also, ja, das war klar. Da sagt Cabrera sofort, ich schieße. Natürlich schieße ich, der Kapitän. Also, kurz der Modus noch mal. Schäfer erklärt. Dürften 3 Schützen pro Team sein, ist dann noch keine Entscheidung gefallen, geht es weiter im Sudden Death, bis der ganze Kader durchgeschossen hat. Jo, Mainz kann die Leibchen ausziehen, das macht es uns natürlich wesentlich einfacher. Oh, Landgraf schwört seinem Mann nochmal ein, der will natürlich hier ins Halbfinale bei seiner Erstausgabe. Das wäre was. Landgraf nochmal mit ein paar netten Worten für Leo Weichert. Im Übrigen, Atmosphäre grundsätzlich super fair. Als wir vorhin rausgegangen sind nach den anderen Viertelfinalpartien, haben die Trainer, egal ob gewonnen oder verloren, jeweils ihren Mann nochmal auf die Platte beordert zum Abklatschen mit der anderen Mannschaft. Also wirklich tolle Gesten, tolle Atmosphäre untereinander. Genau das, was den Jugendfußball ja auch noch auszeichnet. Und wo sich der eine oder andere Profi, der nun mal noch Vorbild ist, dann auch eine Scheibe von abschneiden könnte. Also da
haben sich alle Mannschaften, egal ob Stuttgart, Hamburg, Köln, Leipzig, Hertha, Dortmund, alle bisher fantastisch verkauft. Richtig gute Atmosphäre. So, beide Kapitäne sind nochmal da. Jetzt wird ausgelost, wer starten darf. Oben für euch die Grafik, damit auch ihr mal den Überblick habt, wie es steht bei diesem 9-Meter-Schießen. So, Cabrera beginnt, wie es sich für einen Kapitän gehört. Gegen Leon Hoffmann. Den Torwart der Mainzer. Cabrera würde seine Leistung hier krönen, wenn er diesen 9 Meter jetzt vollendet. Er trifft, das war knapp, aber er trifft. 2-1 für die Schalker. Kurzer Anlauf mit einer Menge Urgewalt. So, der nächste, der Nationalspieler, Moritz Reuter. Er, der beste Mainzer. Gegen Braune. Trifft! 2-2. Also die beiden Leistungsträger ziehen vor. So, er war er, der sich eben noch den Finger aufgeschnitten hat. Luis Köster. Erstbehandlung ist erfolgt und jetzt tritt er an zum 9 Meter. Will die Königsblauen erneut in Front bringen. Köster gegen Hoffmann. Köster! Unten links, ganz platziert. Hoffmann hatte die Ecke, aber konnte da nichts gegen machen. Da knapp war's. So, der nächste Schütze für die Mainzer, Enes Shabani. Langer Anlauf. Und scheitert an Braune. Scheitert an Braune. Das bedeutet, trifft jetzt Moritz Maurer. Dann steht Schalke 04 im Halbfinale dieses Fury Cups. Und da marschieren ja alle Schalker los. Er trifft und zwar ganz cool. Schalke 04 steht im Halbfinale. Und hier sieht man, wie das dem Westfalen-Legisten freut. Das sind die Emotionen, die wir doch lieben, die den Sport ausmachen. Und jetzt hier die faire Geste auch nochmal. Die Schalker und die Mainzer mal abklatschen. Wunderbare Bilder. Willi Landgraf freut sich natürlich. Erster Fairway Cup für ihn.